Förderungen sind für viele Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung von Projekt- und Entwicklungen. Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds bietet gerade für kleine Investitionen den Investitions- und Qualifizierungscheck. Was sich hinter diesem Programm verbirgt, erklärt Magister Alfred Puff. Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds oder auch besser unter der Bezeichnung KWF bekannt, ist die Wirtschaftsförderstelle des Landes Kärnten. Er hat ungefähr 10 Förderprogramme, die permanent beantragbar sind. Eines davon ist das Programm Investitions- und Qualifizierungscheck. Im Rahmen dieses Programms bietet der KWF eine unkomplizierte Förderung für kleinere Investitionen und für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des Unternehmers selbst. Die Förderung besteht in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Gibt es eine Förderung für die oft nicht unerheblichen Kosten, etwa von Seminaren? Mit diesem Investitions- und Qualifizierungscheck, mit dem Qualifizierungsteil dieses Schecks, bietet der KWF einen Zuschuss in der Höhe von 50%, maximal 2.000 Euro, der Weiterbildungskosten des Unternehmers. Antragsteller können hier Kleinstunternehmen aller Branchen sein. Das Kleinstunternehmen ist definiert mit einer Mitarbeiterzahl von weniger als 10, gerechnet in Vollzeitäquivalenten, und einem Jahresumsatz oder einer Bilanzsumme von maximal 2 Millionen Euro. Bei dieser Weiterbildungsförderung ist wichtig, dass der Antragsteller ein Unternehmer im Haupterwerb sein muss, sprich Einkünfte beispielsweise aus einer nicht selbstständigen Tätigkeit dürfen nur maximal die Höhe der Geringfügigkeitsgrenze erreichen. Das ist ungefähr 405 Euro im Monat. Gibt es auch für kleinere Investitionen eine Fördermöglichkeit? Für kleinere Investitionen, und hier sprechen wir von einem Betrag ab 5.000 Euro bis ungefähr 20.000 Euro, bietet dieser Investitions- und Qualifizierungscheck auch das passende Förderinstrument. Antragsteller können hier wiederum Kleinstunternehmer sein aus fast allen Branchen, und die Förderung beträgt hier immer pauschal 1.000 Euro. Das heißt, gleich ob die Investitionssumme 5.000, 18.000 oder 20.000 Euro ist, der Zuschuss beträgt pauschal immer 1.000 Euro. Wie kommt man zu dieser Förderung? Man geht auf die Internetseite des KWF, www.kwf.at. Dort klickt man sich durch die verschiedenen Förderprogramme, bis man zur Programmseite für diesen Investitions- und Qualifizierungscheck kommt. Man gibt eine Mailadresse bekannt, bekommt an diese Mailadresse einen Bearbeitungscode zugeschickt. Dieser wird auf dieser Seite eingegeben und dann öffnet sich das eigentliche Antragsformular. Man wird dann durch das Antragsformular geleitet, muss verschiedene Informationen dort eintragen, schickt dieses Formular dann ab und erhält sofort eine automatisierte Eingangsbestätigung. Man hat dann maximal 12 Monate Zeit, um das Projekt abzuschließen, übermittelt dann dem KWF eine ausgefüllte Unterlage, die Schlussabrechnung, wo die einzelnen Rechnungen einzutragen sind. In weiterer Folge bekommt man ein sogenanntes Förderungsangebot. Dieses muss unterschrieben innerhalb von 6 Wochen retourniert werden und dann fließt der Förderbetrag. Was ist besonders zu beachten? Besonders wichtig ist die rechtzeitige Antragstellung. Das heißt, der Förderantrag muss beim KWF eingehen, bevor mit dem Projekt begonnen wird. Das heißt, bevor Güter bestellt werden oder Arbeiten beauftragt werden oder im Fall von Qualifizierungsmaßnahmen, bevor man sich zu einer Ausbildung anmeldet. Ansonsten ist das Projekt nicht förderbar, weil zu spät der Antrag eingebracht wurde. Wichtig ist auch, dass es keinen Rechtsanspruch auf den Erhalt einer Förderung gibt, aber wenn alle Fördervoraussetzungen erfüllt sind, spricht auch nichts dagegen, dass der Förderbetrag dann letztlich fließt. Wird alles gefördert? Es wird nicht alles gefördert. Im Bereich der Investitionen sind beispielsweise BKWs oder Mobiltelefone nicht förderbar, genauso wenig gebrauchte Wirtschaftsgüter. Im Bereich der Fortbildungsmaßnahmen ist es wesentlich, dass Fortbildungsmaßnahmen nur bei zertifizierten Bildungsträgern absolviert werden dürfen
und dass man hier auf mindestens 1.000 Euro an Außenweiterbildungskosten kommen muss. Sie haben Fragen zu Förderungen oder zu anderen Themen? Unter der Servicenummer 05 90 90 4 777 stehen wir gerne zur Verfügung.